Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mitten im Dezember ist es an der Zeit, dass wir über die mehrfaktorielle Varianzanalyse sprechen. Wir stehen ganz gut im Semesterplan, und vor Weihnachten schaffen wir es auf jeden Fall noch, die mehrfaktorielle ANOVA zu besprechen. Und dann bleibt uns eigentlich noch die ANOVA mit Messwiederholung. Da müssen wir mal schauen, ob das vor Weihnachten noch hinhaut. Sie kennen die Grundidee eines Experiments, in dem mehrere Sachen auf einmal manipuliert worden sind. Richtig? Das ist eine Idee, die haben wir als Psychologinnen und Psychologen, Sozialwissenschaftler, beschäftigen wir uns damit eigentlich vom ersten Semester an, dass wir sagen, es kann mehrere als eine unabhängige Variable geben. Und wir bleiben heute besonders so im Gedankengebäude eines klassischen Experimentes, also wo wir sozusagen tatsächlich Kontrolle haben über das, was einer Probandin widerfährt bei uns im Experiment. Wir wissen also gesprochen, in welcher Zelle unseres Versuchsdesigns eine Probandin wohnen wird. Und was ich heute mal als Beispiel mitgebracht habe, habe ich aus einem Lehrbuch, eigentlich also für die mehrfaktorielle ANOVA, ist jetzt psychologisch betrachtet kein besonders interessantes Problem, aber ich glaube, man kann daran ganz schön sehen, worum es uns heute geht. Stellen Sie sich vor, die Probanden sollen in ihrer Fähigkeit, Probleme zu lösen, untersucht werden. Also eine Art Leistungstest, okay? Eine Art Intelligenztest könnte man auch sagen. Und was variiert wird, ist die Luftfeuchtigkeit, derer Probanden ausgesetzt werden. Also sprich, ich habe vielleicht zwei Versuchsräume mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit. Okay? Und kann ich unabhängig davon variieren, auch die Temperatur im Raum variiert. Das heißt, ein Proband ist nur in einer Zelle dieses Versuchsdesigns drin. Also ein Proband macht nur einmal mit an der Studie. Aber insgesamt sorgen wir dafür, dass wir sowohl Variationen der Luftfeuchtigkeit als auch Variationen der Temperatur, unter der gearbeitet wurde, bekommen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Wir könnten sagen, wir haben diese Luftfeuchtigkeit, konzipieren wir mal als den Faktor A mit zwei Levels, und das nenne ich jetzt im Folgenden, weil wir das noch öfters brauchen, mal P. Also ich habe so eine Art Laufindex P für den Faktor A. Zwei Levels P. Und für die Temperatur, das mache ich mit drei Levels, also ein bisschen feiner abgestuft. Ja? Ich habe sozusagen drei verschiedene Raumtemperaturen. Genau. Wie viele Räume muss ich insgesamt sozusagen oder Raumklimata muss ich sozusagen schaffen, um alle Zellen meines faktoriellen Designs zu besetzen. Ich muss eigentlich sechs Zellen besetzen. Ja? Ich habe sechs unabhängige Gruppen, 2 mal 3. Man könnte auch sagen, nach diesem Slide, P mal Q ist die Anzahl Levels, die ich habe. Ja? Und deshalb ist es auch so, dass wir heute von einer 2-mal-3-Varianzanalyse sprechen. Ja? Sie kennen das vielleicht noch aus dem ersten Semester, dass wir hier in diesem Fall von einem 2-mal-3-Design sprechen würden. Und die Varianzanalyse, die mehrfaktorielle Varianzanalyse, ist jetzt die Hauptwaffe, die wir erstmal heranziehen, wenn wir so ein Design jetzt mit Daten gefüllt haben und entsprechend schauen wollen, ob bestimmte Muster, die jetzt hier auftreten, bestimmte Veränderungen wegen des einen Faktors oder wegen des anderen Faktors, letztlich gegen den Zufall zu sichern sind. Also anders gesagt, ob wir zeigen können, dass die Nullhypothese, dass zum Beispiel Luftfeuchtigkeit überhaupt einen Effekt hat, oder die Nullhypothese, dass Temperatur keinen Effekt hat, ob die sich hier überhaupt sich erhärten lässt mit diesen Daten. Man kann das mal so aufschreiben. Man kann sagen, was wir eigentlich auch jetzt hier testen können, ist, wir haben zwei Faktoren, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wir könnten also sagen, wir haben auch zwei mögliche Haupteffekte. Nämlich, wir haben für den Faktor A die Möglichkeit, dass unter der Nullhypothese die Luftfeuchtigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Okay? Dann würden wir sagen, A1, also μ Luftfeuchtigkeit 1, ist genau gleich μ Luftfeuchtigkeit 2. Ja? Die Luftfeuchtigkeit hat keinen Effekt.
Abweichend davon oder komplementär dazu wäre die Alternativhypothese, dass es einen Unterschied gibt. Dass also, ob du in der einen Stufe Luftfeuchtigkeit bist oder in der anderen Stufe Luftfeuchtigkeit, sehr wohl einen Einfluss auf dein Problemlösen hat, dass die Erwartungswerte in diesen beiden Luftfeuchtigkeitsstufen sich also unterscheiden. Für den Faktor B, und das ist jetzt eben in einem faktoriellen Design erstmal komplett, Achtung, orthogonal dazu, richtig? Das ist ein komplett getrenntes Problem. Das werden wir auch gleich in der Ermittlung der entsprechenden Quadratsummen sehen, dass wir das wirklich orthogonal dazu machen. Wir ignorieren jetzt also kurz alles, was mit Luftfeuchtigkeit zu tun hatte, und wenden uns der Temperatur zu und können dort fragen, was können wir denn erwarten? Unter einer Nullhypothese, die da besagt, Temperatur hat überhaupt keinen Effekt, würden wir also erwarten, dass ob du in der einen, in der zweiten oder in der dritten Stufe unserer Temperaturmanipulation bist, überhaupt keinen Einfluss auf dein Problemlösen hat. Dass also die mittlere Problemlösekapazität in der Temperatur B1 gleich der mittleren Problemlösekapazität in der Temperatur B2 gleich der mittleren Problemlösekapazität in der Temperatur B3 wäre. Alles natürlich immer, wie Hypothesen üblich, auf Populationsebene. Wenn wir gleich anfangen, hier Daten zu erheben mit ein paar Leutchen, ja, dann werden die Mittelwerte, die tatsächlichen X-Quers oder Y-Quers, sagen wir hier, die wir beobachtet haben, natürlich schon ein bisschen voneinander abweichen. Aber dann ist ja eben die entscheidende Frage, die wir wiederum mit letztlich einem F-Test beantworten werden, ja, haben wir den Grund, diese Nullhypothese zu verwerfen anhand dieser Daten? Ja? Und die Alternativhypothese zu diesem Faktor B, zu diesem Temperaturfaktor, ist natürlich ein bisschen, wiederum ein bisschen komplizierter. Warum? Einfach nur jetzt hier in diesem Fall, weil wir eben mehr als zwei Stufen haben. Ja? Wir haben ja einen dreigestuften Faktor in diesem Beispiel für die Temperatur und müssen deshalb eigentlich analog, wie wir es für den Haupteffekt, also den einen Effekt in der einfaktoriellen Varianzanalyse auch gemacht hatten, dass wir gesagt haben, na gut, für mindestens ein paar dieser verschiedenen Zellen, dieser verschiedenen Ausprägungen des Faktors Temperatur in diesem Fall, sind die Erwartungswerte nicht gleich. Ja? Das ist hier mit diesem kleinen Punkt gezeigt, im Übrigen eine Schreibweise, die wir heute noch öfters sehen werden. Also Punkt bedeutet eigentlich in diesem Fall jetzt nur die eine Ausprägung unter Ignorierung des anderen Faktors, den es dann nämlich auch noch gibt. Also wenn man es mal kurz, wir sehen es gleich nochmal genau an der Zelle, aber ich sage es auch in diesem Slide schon einmal. Um jetzt irgendwie so eine Hypothese über den Faktor B zu überprüfen, ja, da steht ja nur, also zum Beispiel bei der Nullhypothese, steht ja μB1 gleich μB2 gleich μB3. Wie komme ich denn auf μB1 gleich? Indem ich natürlich über die beiden Levels der Luftfeuchtigkeit mittle, kollapse, also kollabiere, marginalisiere. Oder eben mittle. Das ist das, was wir eigentlich technisch gleich machen. Und es gibt auch noch, abschließend für diesen Slide, eine Interaktionshypothese. Denn das ist jetzt neu. Das gab es in der einfaktoriellen Varianzanalyse nicht. Dass wir auch sagen können, die Wirkung der Luftfeuchtigkeit ist eben nicht unabhängig von der Temperatur, unter der es stattfindet, sondern Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wie man im Übrigen vielleicht als einfach Mensch mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen lebensweltlicher Erfahrung sich auch vorstellen kann, wie man ein bisschen, wenn man weit gereist ist, vielleicht auch weiß, die Temperatur allein ist nicht, was uns irgendwie zu schaffen macht, dem Körper zu schaffen macht, sondern es hat mit der Luftfeuchtigkeit schon zu tun. Wir könnten also hier in diesem Fall durchaus vermuten, dass Problemlösen vielleicht eine auch unter dem Einfluss einer Interaktion steht. Das wäre unsere Forschungshypothese oder Alternativhypothese, zu sagen, es gibt eine Interaktion dieser beiden Faktoren. Die H0 dazu wäre, es gibt keine Interaktion. Also, wenn Sie nochmal auf diesen Slide schauen, bevor wir jetzt weitergehen, es gibt im Prinzip drei Nullhypothesen, die koexistieren können und die wir auch jede einzeln überprüfen können. Das heißt, es riecht auch schon alles sehr danach, dass es nachher nicht einen F-Test geben wird, sondern eigentlich für das, was uns interessiert, getrennte F-Tests. Ein F-Test für den Haupteffekt A, ein F-Test für den Haupteffekt B und einen F-Test für die Interaktion.
Das sehen wir hier, so den Aufbau dazu, noch nicht den F-Test selber, aber so den Aufbau sehen wir dazu auf diesem Slide, nämlich eine Quadratsummenzerlegung. Also, wir können ganz analog, wie in der Varianzanalyse generell immer sagen, es gibt Streuung, Variation, es gibt Abweichungen vom Gesamtmittelwert. Ich habe einen Gesamtmittelwert Problemlöse-Performance, ja, meiner Probanden. Und jeder einzelne Proband, der hier in diesem Design irgendwie untersucht wurde, weicht davon ab. Das ergibt mir eine sogenannte SS-Total, ja, eine Quadratsumme der gesamten Abweichungen. Die, jetzt gehen wir unten hier zu diesem Ozeangrünen und zu diesem grauen Kästchen, die haben wir auch in der einfaktoriellen Varianzanalyse ja immer zerlegt in etwas, das sich zurückführen lässt auf unseren Faktor, unsere Manipulation, sage ich jetzt mal allgemeiner, oder wie es hier steht, unser Treatment und etwas, das wir nicht erklären können mit diesem Treatment. Und das Neue heute ist, dass sich dieses Treatment weiter zerlegen lässt in spezifische Einflüsse des einen Faktors. Und wir werden also gleich eine Art Quadratsumme für den Faktor A ausrechnen können, eine Quadratsumme für den Faktor B und auch eine Quadratsumme für die Interaktion. Die ist sozusagen auch unabhängig und ist eine eigene additive Varianzquelle, die was beitragen kann oder auch nichts beitragen kann, wenn es keine Interaktion gibt. Und diese drei in diesem Fall zusammen, diese drei Quadratsummen ergeben mir zusammen die SS-Treatment. Auf den folgenden Slides oder im deutschen Lehrbuch heißt das dann auch, kann man das weiterhin auch die Quadratsumme zwischen nennen, die Quadratsumme zwischen den Bedingungen, die SS-Treatment, aber eben neu, wir können das jetzt zerlegen. Dass wir es in genau drei Quadratsummen jetzt zerlegen können, da unten in diese SSA, SSB, SSA mal B, das hat damit zu tun, dass wir gerade zwei Faktoren haben, ja. Man kann sich selber mal prüfen, wie das aussehen würde, wenn man, kurz gucken, ob das hier funktioniert, ja, wie würde das denn aussehen, wenn ich nicht einen Faktor A hätte, sondern ich hätte einen Faktor A und einen Faktor B und dann hätte ich noch einen dritten Faktor, also um im Bild zu bleiben, hätte ich vielleicht auch noch, würde mich auch noch das Geschlecht der Probanden interessieren. Mich würde vielleicht interessieren, ob Männer und Frauen unterschiedlich auf solche Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Schwankungen reagieren beim Problemlösen. Also das wäre dann schon die Frage nach so einer Art Dreifachinteraktion. Aber wie würden da die Quadratsummen sozusagen aussehen? Das können Sie sich selber hier unten mal aufschreiben. Also nach dieser Logik, ich habe dann also eine Quadratsumme, die auf den Faktor A zurückzuführen ist, eine Quadratsumme auf den Faktor B, eine Quadratsumme auf den Faktor C, aber wie sieht es jetzt mit den Interaktionen aus? Ja? Das möchte ich aber hier tatsächlich einfach mal hängen lassen in diesem Video. Wir bleiben in unserem Beispiel mit nur den zwei Faktoren und können uns mal so eine kleine Tabelle anschauen, die hier auch beobachtet wurde. Also natürlich alles wahrscheinlich erfunden, damit die Zahlen schön aussehen, aber man kann es sich jetzt so vorstellen. Was wir hier haben, ist eine Art Mittelwertstabelle schon. Wir haben einen Faktor A, Luftfeuchtigkeit, und einen Faktor B, hier in den Spalten, Temperatur. Also, die Tatsache, dass es ein faktorielles Design ist, heißt streng genommen vor allem auch, wir können dafür sorgen, dass diese beiden Faktoren auch unabhängig voneinander sind. Und wenn zwei Dinge unabhängig voneinander sind, dann kann man sie besonders schön in so eine Kontingenztafel eigentlich auch eintragen. Faktor A, Faktor B. Was wir jetzt hier beobachtet haben, die Zahlen, die diese eigentliche Tabelle jetzt füllen, sind also die mittlere Problemlösefähigkeit sozusagen, also die Items gelöst, könnte man sagen. Wir wissen noch nicht genau, sehen wir gerade hier nicht, wie viele Probanden das sind, weil das eben schon die Mittelwerte sind, aber wir sehen irgendwie, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, erste Zeile, dann geht es hier 10, 7, 4, also mit steigender Temperatur, low, moderate, high temperature, geht diese Problemlösefähigkeit runter, 10, 7, 4. Das ist das, was wir jetzt so beobachtet haben in unseren Mittelwerten. Und dann ist es so, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, ist die Problemlösefähigkeit auch anscheinend niedriger. Dann haben wir 3, 4 und sogar 1, ja, über die Temperatur. Was wir jetzt hier auch gleich beliefert kommen, sind diese sogenannten Marginal Means, also die Randmittel
könnte man sagen, oder sagt man auch im Deutschen. Sprich, und das werden wir gleich eben benutzen, wenn wir die entscheidenden Quadratsummen auch ausrechnen wollen, dass wir sozusagen hier erstmal ganz grafisch, wie im ersten Semester auch, über den anderen Faktor quasi drüber mitteln oder kollapsen oder marginalisieren, um also zu sagen, wie sieht denn die mittlere Ausprägung im, ich gehe mal kurz hier, das ist das Einfachste, gehen wir hier mal rein und sagen, wie ist denn die mittlere Ausprägung, also wie ist sozusagen das Y quer in der Zelle B1. Ja? Wenn mich das interessiert, weiß ich, das ist 6,5. Wie ich das erreicht habe, ist, ich habe über zwei Zellen zwei Zellen und zwei Ausprägungen des Faktor A's, aber drüber gemittelt sozusagen. Ja, ich habe ja eigentlich diese Zelle und diese Zelle gemittelt und bin dann auf die 6,5 gekommen. Ja, sehen Sie das? Also das ist dieses berühmte Marginalisieren für einen Faktor A in dem Fall, über den mittle ich drüber, ich ermittle die Randhäufigkeiten für den Faktor B. Und hierum kann ich natürlich das auch die Randhäufigkeiten für den Faktor A ermitteln. Wie mache ich das? Hier in dem Fall, indem ich die 10, die 7 und die 4 zusammenmittle oder ein Mittel daraus bilde, das wäre die 7. Und hier unten ein Mittel über die, für die High Humidity oder hohe Luftfeuchtigkeit, das wäre das Mittel aus 3 und 4 und 1, kommt 2,67 raus. Ich bekomme im Übrigen auch, darüber wird noch zu reden sein, das werden wir natürlich wieder gleich als Bezugspunkt wählen, ein Grand Mean. Was heißt denn das? Das Grand Mean ist also sozusagen einfach die mittlere, wirklich insgesamt mittlere Problemlösefähigkeit. Also unter Ignorieren all dieser beiden Faktoren oder sonst was es da sonst noch gab, gibt es einfach eine mittlere Problemlösefähigkeit und die ist 4,83. So, das können wir uns eigentlich sparen, das ist nur vielleicht einmal, sei es gesagt, Sie sehen manchmal für solche Quadratsummen letztlich oder solche Rechenwege in der Varianz unterschiedliche Formeln, die aber das Gleiche besagen. Wir arbeiten heute nur mit dem hier oben, diesen sogenannten definitionalen Formeln. Das sind die, die oft im Lehrbuch stehen, mit denen rechnet nur in der Praxis meistens niemand, weil es meistens einfachere Wege gibt, um mit denen zu rechnen. Aber wir betrachten heute natürlich trotzdem weiterhin die, wie wir es auch bei der einfaktoriellen Varianzanalyse im Übrigen getan haben. Man sieht einfach bei denen besser die Herleitung, also wirklich so das Kochrezept. Was muss ich jetzt nehmen und über was muss ich summieren? Das sieht man an diesen definitionalen Formeln besser. Also, das habe ich nur kurz vorausgeschickt, weil wenn man jetzt mal versucht, wirklich nachzuvollziehen, was eigentlich passiert, um bei den entsprechenden Quadratsummen anzukommen, dann kann so eine Tabelle schnell mal einmal so aussehen. Das ist jetzt eigentlich genau die gleiche Tabelle, die wir vorher schon hatten. Sehen Sie das? Ich habe es für Sie hier so ein bisschen eingefärbt. Zwei Ausprägungen des Faktors Luftfeuchtigkeit, hier in rosa sozusagen diese zwei Zeilen, und drei Ausprägungen der Temperatur. Also haben wir hier sozusagen B1, B2, B3, das ist die Temperatur, und A1 niedrige Luftfeuchtigkeit, A2 hohe Luftfeuchtigkeit. Was der Autor, dieser Shaskin, jetzt nur für uns hier gemacht hat, ist, der hat mal Daten erhoben. Und zwar hat der hier einfach drei Probanden pro Zelle erhoben. Das ist nicht viel, aber immerhin. Das heißt, das Mittel, was wir vorher gesehen hatten, das sehen Sie hier drin zum Beispiel, können Sie nochmal zurückgehen, die mittlere Problemlösefähigkeit in dieser Zelle, niedrige Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur, hatte 10 betragen. Wie kam das zustande? Es kam zustande, indem ein Proband 11 gelöst hat, einer 9, einer 10. Ja, also n gleich 3. Und jetzt wird hier drin also quasi auch schon einiges aufsummiert. Und zum Beispiel ist es also einfach die Summe der Problemlösefähigkeiten geteilt durch 3, gibt 10 zum Beispiel. Worauf ich hier eigentlich hinaus will, ist, dass man mal sieht, wie er sozusagen die Randmittel, die wir auch schon gesehen haben, 7 und 2,67, wie man das nochmal bekommt. Und hier auch die 6,5, 5,5, 2,5. Das sind also diese Randmittel, die kennen wir schon aus der anderen Tabelle. Das Entscheidende ist aber hier auch noch, dass er eben schon bestimmte Quadratsummen auch bildet. Was mir aber hier wichtiger ist an dieser Tabelle, ist also zu sagen, ich habe eine Zelle, nochmal des Designs, wie viele Zellen habe ich insgesamt? Ich habe
sechs Zellen. In jeder Zelle, in diesem Fall, hat er drei Beobachtungen. Das muss aber nicht so sein. Darauf komme ich nachher noch einmal kurz zurück. Diese Auswertung funktioniert auch, wenn, was in der Praxis eigentlich häufiger ist, nicht genau gleiche Zellbesetzung ist in jeder Zelle des Designs. Das kann ja sein, weil du einen Proband verloren hast. Du hattest vielleicht ursprünglich mal ein sogenanntes balanciertes Design geplant. Also gleich viel Probanden in jeder Zelle deines Designs, in diesem Fall jede dieser sechs Zellen. Aber das klappt vielleicht nicht immer. Deshalb kann man schon auch sagen, wie war das N in jeder Zelle? In diesem Fall ist das N aber in jeder Zelle gleich, nämlich 3. Und was wir jetzt also hier machen können, was noch wichtig ist für die nächsten Slides, ist, wir können noch mal kurz eine Nomenklatur einfahren, dass wir sagen, dieses Randmittel hier, wo über die drei Ausprägungen Q oder drei Stufen Q des Faktors B gemittelt wurde, die können wir auch bezeichnen als Y quer P Punkt. Ja, dieser Punkt, das haben wir auch bei den T-Quadrat-Tabellen schon mal gesehen für solche Randhäufigkeiten. Dieser Punkt bezeichnet also über die Stufen von dem anderen Faktor Q mittelst du drüber sozusagen. Ja? So kommt dieses Mitteln hier zustande. Das ist also ein Y quer, was nochmal gemittelt ist über mehrere Stufen Q. Und das wäre sozusagen dieses YP Punkt für die erste Ausprägung des Faktors Luftfeuchtigkeit in dem Fall. Und das hier Y quer P-Punkt für P gleich 2 ist also sozusagen das Randmittel über die Stufen des anderen Faktors, über die Q-Stufen des anderen Faktors für die zweite. Und hier unten, gerade nicht so gut hier unten zu sehen, nochmal das Ganze auch für Q. Ich kann auch sagen, zum Beispiel, was ist das Randmittel? Das ist in dem Fall 2,5 für die dritte Spalte hier. Also was ist das? Das ist die Spalte mit der hohen, oder die sind die zwei Zellen, die eine hohe Temperaturausprägung haben und wir mitteln über die P 1 und 2 Zellen der Luftfeuchtigkeit hier drüber. Deshalb schreiben wir dann da unten Y quer, also es ist eine mittlere Problemlösefähigkeit, aber über alle Ausprägungen des ersten Faktors und die in dem Fall dann für die dritte Ausprägung des Faktors Temperatur. Okay? Diese Nomenklatur, die jetzt hier eingezeichnet ist, die sehen wir nämlich auf den folgenden Slides noch ein paar Mal. Jetzt können wir uns kurz mal damit beschäftigen, wie wir also es hinbekommen, Quadratsummen hier zu identifizieren, die uns interessieren. Zunächst mal ist es wichtig festzuhalten, dass wir jetzt also eigentlich, wenn man es genau nimmt, sechs Zellen haben. Und wenn man sich das grafisch vorstellt, könnte man sagen, wir haben eine Art Y quer, stellen wir es hier mal quer durch den Bildschirm vor. Das wäre sozusagen das Grand Mean, diese mittlere Problemlösefähigkeit. Die betrug ja, haben wir gerade schon an der Tabelle gesehen, 4,83. Das ist also sagen, wenn wir nichts wissen über unsere Probanden, nichts, dann würden wir annehmen, jeder löst im Schnitt 4,83 Probleme oder 4,83 Items. Wir wissen aber schon, dass das wir uns auch vorstellen können als eigentlich sechs Mittelwerte aus diesen sechs Zellen. Was wir jetzt hier auf diesem Slide zuerst mal ausrechnen, ist sozusagen, wir ignorieren noch mal kurz oder vergessen, dass wir diese zwei Faktoren haben und behandeln das einfach mal wie sechs Mittelwerte. Also als wäre es eine einfaktorielle Varianzanalyse und kriegen so auch wiederum eine SS-Treatment, wie eine einfaktoriellen Varianzanalyse. Ich kann einfach sagen, geh in jede meiner sechs Zellen rein. Das ist sozusagen das, was du hier machst. Geh in jede Zelle rein. Das ist die Kombination aus jeder Stufe P, das sind die zwei Stufen des einen Faktors und jede Stufe Q, das sind die drei Stufen des anderen Faktors. So gehen jede Zelle rein und guck, wie stark der Mittelwert dort vom Gesamtmittelwert von diesem Grand Mean 4,83 abweicht. Quadrier das, dann gewichtest du das noch mit dem N pro Zelle. Gehen jetzt hier da mal davon aus, dass in jeder Zelle gleiche Besetzung war, also ist das eine 3 sozusagen und dann musst du das eben noch summieren über die Zellen. Es ist ein bisschen langweilig, nicht das, was uns interessiert, sondern das ist das, was man manchmal auch einen Omnibus, oder das steuert auf das zu, was man einen Omnibus-Test nennt, ein bisschen lustig. Omnibus heißt nur, gibt es irgendeine Abweichung in diesen Mittelwerten vom Gesamtmittel? Ja, also das tut so, als wüsste es nichts über diese Faktoren, die uns gleich interessieren werden. Das werden wir aber noch brauchen gleich, wenn Sie an die Zerlegung der Quadratsummen nochmal zurückgehen. Dann hatten wir ja gesagt, dieses SS-Treatment in einem mehrfaktoriellen Design zerlegt sich jetzt.
in SSA, SSB und SS für die Interaktion, also SSA mal B. Und das werden wir jetzt im Folgenden quasi tun. Aber darauf werden wir nochmal zurückkommen. Wir haben also erstmal gezeigt, was ist die Abweichung unserer Mittelwerte vom Gesamtmittelwert. Können wir in diesem Beispiel übrigens auch mal ausrechnen, beträgt hier im Beispiel 12. Man kann es im Übrigen auch einfach so schreiben, was hier drin gemacht wurde, nur damit sie es nicht verwirrt. Hier wurde einmal gesagt, dreimal dieses Ding, aber dreimal kann ich natürlich auch sagen, für jedes n summierst du die auf. So kannst du es natürlich auch einfach machen. Deshalb sind es hier sogar drei Summenzeichen in dieser ganz strengen definitionalen Form. So, aber wir merken uns mal kurz, die SS-Treatment ist... Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan. Sorry, ich muss aufpassen. Ich habe gerade Quatsch geredet. Die SS-Treatment beträgt 152,5. Was ich hier unten gemacht habe, ist dann sozusagen noch immer noch im Geiste, dass das wie eine einfaktorielle Varianzanalyse wäre, habe ich ja auch dann immer noch Abweichungen in jeder Gruppe. Entschuldigung. Und das, was das hier ist, ist natürlich jetzt sozusagen die Abweichung in jeder Zelle. Also meine drei Datenpunkte weichen jeweils von ihrem Mittelwert natürlich ja auch nochmal ab. Ja, das kennen wir aus der einfaktoriellen Varianzanalyse. Und das ist sozusagen die SS-Error dieses Modells und die beträgt 12. Verzeihung. Also das Wichtige auf dem Slide zunächst mal die SS-Treatment. Genau. Ist hier einfach nochmal drin. So, jetzt aber zum Faktor A. Der Faktor A ist in dem Fall die Luftfeuchtigkeit, wenn ich es richtig weiß. Genau. Und die hat ja zwei Stufen. Ja. Und jetzt benutzen wir genau diese Randmittelwerte. Das sehen wir hier an dieser Nomenklatur hier drin nochmal. Kann ich auch mal gelb unterschreiben, dass ihr das nochmal seht. Ja. Dieser Ausdruck besagt ja also, nimm den Mittelwert, den Randmittelwert, muss man sagen, in der Stufe Luftfeuchtigkeit. Und da hinten, wo Q eigentlich wäre, ist ein Punkt. Das heißt, mittle über alle drei oder wie viele Zellen auch immer, alle Stufen alle Stufen unter dieser Luftfeuchtigkeit, alle Stufen der Temperatur. Da mittelst du drüber, bekommst einen Randmittelwert. Bekommst also für P gleich 1 bis groß P für zwei Stufen des Faktors eine Abweichung vom Gesamtmittelwert. Ja? Also diese zwei Abweichungen von 4,83 werden quadriert. Und sozusagen für den Fakt, dass wir das über drei Stufen der Luftfeuchtigkeit, drei Stufen der Temperatur gemacht haben, korrigieren wir hier wieder, indem wir das sozusagen noch mal drei, nämlich mal der Anzahl Stufen nehmen. Das ergibt uns die sogenannte SSA, also die Quadratsumme, die auf den Faktor A, in diesem Fall die Faktor Luftfeuchtigkeit, zurückzuführen ist. Ja? Wir mitteln also gerade über den uns nicht interessierenden Faktor. Wir könnten durchaus auch im Geiste unseres Wissens aus dem linearen Modell und unseres Wissens aus der multiplen Regression sagen, wir halten den anderen Faktor konstant. Das tun wir hier eigentlich, wenn wir ihn einfach kurz mal ignorieren. Das heißt also, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diesen Mittelwert genommen und diesen Mittelwert, dessen Abweichung vom Gesamtmittelwert angeguckt und das Ganze noch gewichtet mit Q gleich 3 und der Tatsache, dass drei Beobachtungen in jeder Zelle drin waren. Wenn man das tut, kann man das hier mal in die Formel einsetzen, kann sagen, okay, ich brauche also diese 7 und diese 2,67, das sind diese zwei hier in der Formel bezeichneten Randmittelwerte. Und die ziehe ich jeweils von 4,83 ab und quadriere diesen Abstand. Mal 3 pro Zelle, mal 3 Stufen des anderen Faktors, über die ich hier quasi aggregiert habe, gemittelt, marginalisiert habe. Dann kommt da eine Quadratsumme für diesen Faktor von 84,5 raus. Wie immer bei Quadratsummen haben wir jetzt keine gute Intuition, wie viel das wert ist. Das hat natürlich mit der Einheit des Problemlösens zu tun. Dieses Items Problemlösen hat nur so eine natürliche Stückeinheit. Das hilft uns jetzt alles nicht so viel. Ist auch erstmal nicht so wichtig. Wir können uns nur erinnern, die SS-Treatment war 152. Also wir wissen schon,
was immer da drin steckt an so an diesem faktoriellen Design. Das faktorielle Design als Ganzes quasi hat eine Quadratsumme von 152 und jetzt kann man sagen, 150 ist fast wie 160, 84, fast die Hälfte davon scheint auf diesen Faktor A Luftfeuchtigkeit zurückzugehen. Jetzt können wir das weiterspielen und sollten das auch weiterspielen, nämlich jetzt haben wir es gerade für den Faktor A angeschaut, haben also marginalisiert über die Temperatur. Na, jetzt machen wir es natürlich genau andersrum. Schauen, was macht die Temperatur? Wie stark weichen die Temperaturmittelwerte vom Gesamtmittelwert ab? Und marginalisieren aber über die Luftfeuchtigkeit. Ja? Also haben wir jetzt hier quasi den Ausdruck y quer Punkt Q, also für die Q-te Zelle des Faktors B, das ist unser Temperaturfaktor, abgezogen vom Gesamtmittelwert, gewichtet mit der Anzahl pro Zelle, gewichtet mit der Anzahl Zellen des anderen Faktors, über die wir gerade marginalisiert haben, ergibt uns eine Sum of Squares B oder auch eine Quadratsumme B. Das heißt, wir schauen jetzt also in die Randhäufigkeiten, wir könnten auch sagen in die Spalten, Mittel rein, in die Randhäufigkeiten, über die, die über die Zeilen marginalisiert. Und wenn wir das in die Formel einsetzen, geht es jetzt also um diese drei Mittelwerte hier unten, 6,5, 5,5 und 2,5, jeweils zu 4,83 eine Abweichung, aufquadriert, mal 3 n pro Zelle, mal 2 Stufen der Luftfeuchtigkeit, über die wir gerade marginalisieren, ergibt eine Quadratsumme für den Faktor B von 52. Kleiner, ja. So, was fehlt uns jetzt noch? Wir hatten gesagt, SS-Treatment zerfällt in SSA, SSB, SS-Interaktion. Wie kriegen wir jetzt die Interaktion her? Wie soll das jetzt gehen? Und jetzt kommt ein schöner kleiner Trick, nämlich diese Quadratsummen sind additiv. Das ist der einzige Trick. Wir hatten gesagt, SS-Treatment, SSA, SSB, SSA mal B. Wenn ich also jetzt wissen möchte, was ist die Quadratsumme der Interaktion, dann kann ich auch einfach sagen, es ist diese SS-Treatment minus die SSA, die haben wir gerade ausgerechnet, und minus die SSB, die haben wir auch gerade ausgerechnet. Das heißt, und das hat diese etwas unappetitliche Formel da drin, oben in sich drin, die sieht super gefährlich aus, aber ist eigentlich dann auch wieder sehr, sehr einfach und sehr elegant. Nämlich, wir haben hier auf einen, in einem Aufwasch sozusagen, diese SS, was hier jetzt Between Groups heißt, ich hätte es sauberer SS-Treatment nennen sollen. Das ist das, was wir vorher als für den Omnibus ausgerechnet haben, für diese Omnibus-ANOVA. Jede Zelle, sozusagen, da haben wir noch nichts von Faktoren gewusst, jede Zelle unseres Designs, das waren 6 Zellen, der Mittelwert, Abweichung vom Gesamtmittelwert. Ja? Das ist die SS-Treatment. Von der ziehe ich ab die SSA, die wir gerade ausgerechnet haben, was war das, 84,5 oder sowas, und die SSB, was war das, 52 oder sowas. Da haben wir von 152 irgendwie ca. 84 schon mal abgezogen, schon mal 52 abgezogen. Wie man das ausrechnet, ist, so steht es im Eid, das sind alles diese definitionalen Formeln, aber ja, man könnte es so quasi mit dem Taschenrechner machen, dass man sagt, nimm den Mittelwert in jeder Zelle, P mal Q, zieh davon das Randmittel P ab, zieh davon das Randmittel Q ab und addiere den Gesamtmittelwert. Wie kommt das jetzt zustande? Das kommt einfach so zustande, wenn ihr da hinten die Klammern mal auflöst, dann habt ihr da einmal Minus und dann hier nochmal Minus, ergibt halt insgesamt ein Plus vom Gesamtmittel. Also das, wenn man nur diese Formel sieht, wird man sagen, warum Plus? Aber es ergibt sich einfach aus dieser Logik da oben. Also das hier finde ich das eigentlich Schöne und vielleicht Wichtige. Und ihr könnt es aber auch ohne Formeln euch hier unten nochmal hinschreiben. Wie komme ich auf die Sum of Squares der Interaktion? Weil Quadratsummen additiv sind, kann ich sagen, ich kenne quasi die Mutterquadratsumme, also jetzt nicht die SS-Total, sondern die kenne ich auch, aber ich kenne die SS-Treatment und die zerlege ich in SSA, SSB und diese Interaktion, also kann ich es mir auch so auflösen, SS-Treatment minus SSA, SSB. Und das steckt halt ziemlich genau hier in der Formel einfach direkt drin. Ja? Diese Formel macht es, wie ich auch gesagt habe, in einem Aufwasch für uns. Und jetzt müssen wir das auch mal kurz machen. Wir müssen also sagen, wir spielen das hier mal durch, geh in jede Zelle rein, in dem Fall in die 10 zum Beispiel, in diese erste Zelle, zieh
Spaltenrandmittel ab. Das ist quasi über den Faktor Luftfeuchtigkeit gemittelt. Das ist, wäre diese 6,5. Ziehe sein Zeilenrandmittel ab. Das wäre quasi gemittelt über alle Temperaturen. Das wäre die 7. Und addiere den Gesamtmittelwert 4,83 und quadriere das. So, und das machst du jetzt für alle Zellen. Du musst also durch alle 6 Zellen durchmarschieren. Jeweils wieder gewichtet mit dem N, wie viel pro Zelle drin waren, ergibt uns eine Quadratsumme von 16 für die Interaktion. Wir haben jetzt also 84,5, haben wir glaube ich auf dem nächsten Slide dann auch nochmal, haben wir jetzt gerade nicht, 84,5 für den einen Faktor, 52 für den anderen Faktor, 16 für den dritten Faktor. So, das waren Abweichungsquadrate. Diese Abweichungsquadrate sind allein schon deshalb ein bisschen unterschiedlich groß, weil unterschiedlich viel Terme sozusagen jeweils addiert wurden, quadriert wurden und dann addiert wurden, um zu dieser Quadratsumme zu kommen. Wir haben ja auch gewichtet mal mit 3, mal mit 2, je nachdem wie viele Stufen der andere Faktor hatte. Es ist schon klar, dass vermutlich es fairer ist, diese Quadratsummen wieder in mittlere Quadratsummen einzukochen sozusagen. Wie machen wir das? Wir machen es immer so, dass wir Quadratsummen durch die Freiheitsgrade teilen, die wir hatten bei ihrer Berechnung, um dann die mittlere Quadratsumme zu bekommen. Wir können jetzt also eine MSA, eine Mean Square, für den Faktor A bekommen, indem wir seine Sum of Squares durch die Freiheitsgrade teilen. Und die Freiheitsgrade beim Berechnen dieser Quadratsumme für den ersten Faktor waren, wie viele Stufen hatte der Faktor? Minus 1. Also in dem Fall wäre das nur noch 1, richtig? Weil wir hatten nur 2 Stufen für den ersten Faktor, für die Luftfeuchtigkeit. Minus 1 nur 1. Also da, das, hier in dem Fall wird sozusagen wird die MSA gleich der SSA sein, weil das ist SSA durch 1. Hier ist ein bisschen interessanter. Da ist es die SSB, was war das? Also 52, glaube ich, geteilt durch Q, 3 Stufen, minus 1, 2. Also 52 geteilt durch 2. Wäre die MS für den Faktor B. Und hier unten für die Interaktion, da ist es so, dass wir, sage ich Ihnen einfach, ohne das jetzt herzuleiten, dass die Freiheitsgrade, die man dabei hat, für diesen Term quasi P minus 1 mal Q minus 1 sind. Also 1 mal 2 müsste auch 2 sein, wenn ich jetzt keinen Rechenfehler gerade beim Dozieren habe. Also hat ebenfalls kann ich ebenfalls eine mittlere Quadratsumme für die Interaktion bekommen. Ja, und dann habe ich noch drittens, viertens sollte ich sagen, die vierte Varianzquelle, die wir quasi noch haben. Wenn wir die SS Total zerlegen in SS Error und SS Treatment, dann ist die SS Treatment nochmal zerfallen in diese drei hier. Ja? Und dann bleibt eben noch die SS Error und die hatte auch einen Freiheitsgrad. Sieht jetzt hier, oder die Anzahl Freiheitsgrade, muss man ja sagen, also dieser DF-Term, der ist ein bisschen komplizierter. Wie viel, also naja, speist sich aus allen drei Quellen, die hier eben für diese SS-Error eine Rolle spielen, nämlich die Zellbesetzung, also wie viel sind Probanden pro Zelle, sind in dem Fall ja nur 3 minus 1, sind 2 mal 2 Levels P mal 3 Levels Q. Kann man hier auch ausmultiplizieren, könnte man sagen, P mal Q mal N mal Zelle. Das wären sozusagen eigentlich die Probanden, die ich hatte. Ich hatte nämlich 3 Probanden in 2 mal 3 in 6 Zellen, müssten also 18 Probanden sein, minus P mal Q, also minus 6, müssten also 12 rauskommen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also etwa, wie immer, hat die SS-Error hat die meisten Freiheitsgrade und deshalb ist es hier eben auch so wichtig, dass, und deshalb unterscheidet sich die SS-Error auch oft sehr stark von der MS-Error, weil die sozusagen durch was Großes geteilt wird, während hier oben, haben wir ja gesehen, wird eher durch was Kleines geteilt. An der Stelle kurz eine cautionary note oder so eine kurze Warnung. Wenn Sie mal nochmal zurückgehen würden durch alle Formeln, die ich heute gezeigt habe, es waren im Übrigen jetzt schon, wir haben auch quasi alle Formeln, keine Angst, es waren ein bisschen viele, aber die ja immer nach dem gleichen Prinzip funktioniert haben, dann haben Sie dort immer n Zelle gesehen. Ich hatte aber eingangs auch erwähnt, es muss nicht sein, dass in jeder Zelle gleich viel Probanden drin sind. Um diese Sum of Squares, vor allem diese Marginal Sum of Squares, also über den anderen Faktor gemittelt, ausrechnen zu können, muss ich irgendwie letztlich in den Formeln immer ein N einsetzen. Und wenn die Zellen variieren in ihrem N, dann kann ich das eigentlich nicht richtig abbilden, weil ich nehme immer nur einen Wert. Was mache ich also, wenn das N variiert? Und was dann
hinter den Kulissen, wie ich hier so schön sage oder oft sage. Was dann passiert, ist, dass diese Programme das sogenannte harmonische Mittel der Zellbesetzung nehmen. Nochmal, in dem Beispiel spielt es gerade überhaupt keine Rolle, weil wir 3 Beobachtungen in jeder Zelle haben. Insgesamt 18 Beobachtungen. Wenn Sie aber jetzt mal 3, mal 5, mal 7 Beobachtungen, mal 8 Beobachtungen haben, können Sie sich relativ leicht vorstellen bei einem Between-Design, oder? Sie haben 2 Faktoren. Geschlecht ist der eine Faktor, der Sie interessiert, und der andere ist Patientenstatus zum Beispiel, ja? Also Patientkontrolle. Dann kriegen Sie eben nicht genau gleich viel Männer und Frauen und gleich viel Patienten und Kontrollen. Und Sie wollen aber mit allem arbeiten, was Sie haben. Sie würden dann ein mittleres N sozusagen ausrechnen, das was hier als N' bezeichnet wird. Aber was dann oft gemacht wird, es wird das harmonische Mittel ausgerechnet. Das harmonische Mittel kennen wir noch nicht. Das erspare ich Ihnen in der Statistik 1, weil man es quasi nie braucht. Aber es ist schon auch ein nettes kleines Tierchen. Es ist also nochmal ein anderes, ein anderes Maß der zentralen Tendenz letztlich. Also ich hätte jetzt in diesem Fall zum Beispiel, sagen wir mal, Männer, Frauen, Patienten, Kontrollen, sind also 4 Zellen in meiner ANOVA und ich habe 10, 8, 7 und 10 sind die Ns in meinen 4 Zellen. Dann wäre das harmonische Mittel dieser Zellbesetzung sozusagen, hier sehen Sie die Formel, 4 geteilt durch 1 Zehntel plus 1 Siebtel plus 1 Achtel plus 1 Zehntel. Also sehen Sie, das Harmonische daran ist, dass es sozusagen mit solchen Kehrbrüchen arbeitet. Das wird summiert und dann 4 dadurch geteilt, kommt 8,55 raus sozusagen. Jetzt kann man sagen, ja, warum nimmt man nicht einfach die mittlere Zellbesetzung? Ja, das hat letztlich damit zu tun, dass die Zellbesetzung eben so ein Maß ist, was ja wiederum, also ein absolut skaliertes Maß, Anzahl Probanden pro Zelle, hat als harten Nullpunkt eben, also die Null, und kann dann nur nach oben hin abweichen. Es ist also so, dass ein harmonisches N, das harmonische Mittel, Verzeihung, so irgendwie eher wie der Median ist in dem Fall. Also ich hätte vielleicht auch den Median nehmen können. Das arithmetische Mittel würde aber ein bisschen größer ausfallen. Ja, 8,75 würde halt durch diese 2 Zehner da so ein bisschen auch gezogen. Können wir einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, dass oft mit dem harmonischen Mittel hier gearbeitet wird. Okay, 8,55 quasi. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir sollten uns noch schnell anschauen, wie in der mehrfaktoriellen Varianzanalyse jetzt noch die F-Brüche zustande kommen. Also, wir hatten eingangs gesagt, wir haben jetzt hier eigentlich in einem zweifaktoriellen Design potenziell, wir müssen nicht alle testen, ist ganz wichtig, aber potenziell könnten wir 3 Nullhypothesen testen quasi, ja, und entsprechend 3 Alternativhypothesen aufstellen, nämlich gibt es einen Haupteffekt? A, in dem Fall also Luftfeuchtigkeit. Gibt es einen Haupteffekt B, Temperatur? Und gibt es vielleicht sogar eine Interaktion oder Wechselwirkung der beiden? Frage, Antwort habe ich hier also vorweggenommen. Es gibt 3 F-Brüche, müsste ich daraus machen können. Was war denn das für ein Effekt? Den habe ich nicht eingebaut. Den hat mein iPad jetzt eingebaut. Das ist ja lustig. War wahrscheinlich mal in der alten Version irgendein anderer Effekt. Und jetzt in der neuen Software wird daraus so ein komisches Flammenmeer. Auch interessant. Also, der erste F-Wert für den Faktor A müsste sich so ergeben, dass ich sage, was ist die Mean Square des Faktors A geteilt durch den entsprechenden Fehlerterm, den ich hier habe. Und der Fehlerterm ist ja auch nur einer, ist quasi immer der gleiche hier. Es wird also immer bezogen auf genau den gleichen Fehlerterm, nämlich diese MS-Error, die wir quasi so noch nicht mit Zahlen, aber wir haben eine SS-Error vorher schon ausgerechnet, die war glaube ich 12 und die müssten wir dann noch jetzt, da müsste noch eine MS-Error draus werden und dann könnten wir sagen, was ist das Verhältnis der Varianz, kann ich ja auch sagen, der Mean Square, die sich auf den Faktor A bezieht, geteilt durch die Fehlervarianz. Und das Gleiche kann ich fragen für dieses Mean Squared des Faktors B, Verhältnis zum Fehler, und auch den Mean Squared der Interaktion, Verhältnis zum Fehler. Und es bleibt so wie immer bei F-Werten, dass wir sagen, ab 1 ist unser Interesse wenigstens milde geweckt. Deshalb würden wir die Nullhypothese aber noch nicht verwerfen, weil wir eben so eine gewisse Verteilung von F-Werten auch unter der Nullhypothese erwarten. Und nur wenn der F-Wert wirklich hinreichend groß ist, oder
unter der Nullhypothese, also anders formuliert, unter der Nullhypothese hinreichend unwahrscheinlich, dann verwerfen wir die Nullhypothese und würden sagen, ja, wir glauben auf Populationsebene eher, da ist ein Effekt dieses Faktors A oder da ist ein Effekt des Faktors B oder da ist ein Effekt der Interaktion. Es gibt eine Interaktion. Ne? Ich glaube, jetzt müsste auch soweit sein, genau das jetzt hier aus Sheskin auch nochmal zu unserem Zahlenbeispiel die abschließende ANOVA-Tabelle kommt. So wurden früher ANOVA-Tabellen wirklich oft berichtet und es war dann den Leserinnen überlassen, in irgendwelchen Tabellen nachzuschlagen, ob das jetzt signifikant ist. Auch hier ist es so, dass in dem Lehrbuch die P-Werte uns nicht gegeben werden. Das heißt, Sie könnten jetzt auf zwei Arten wieder vorgehen. Sie könnten mit den entsprechenden Freiheitsgraden für diesen F-Wert, und jeder F-Wert hat jetzt natürlich, Achtung, leicht andere Freiheitsgrade, denn, wie Sie gerade hier gesehen haben, jeder kommt ja leicht anders zustande. Also dieser F-Wert kriegt von hier oben, von der MSA, einen Freiheitsgrad und von dem MS-Error einen Freiheitsgrad. Ja? Also der zweite Freiheitsgrad, der des Errors, sollte bei allen drei F-Werten eigentlich gleich sein, aber der erste, DF1, sollte sich eigentlich ein bisschen ändern. Und Sie haben ja das aber alles gegeben, Sie haben ja hier eine Spalte mit den Freiheitsgraden. Sie können also jetzt jedenfalls über die kritischen F-Werte einer F-Verteilung mit zum Beispiel einem und 12 Freiheitsgraden für diese 84,5 gucken, ob Sie da die Nullhypothese verwerfen werden. Sie könnten das für diese 26 und für diese 8 tun, indem Sie jeweils in den entsprechenden F-Tabellen nachschauen, hinten in Ihrem Lehrbuch. Oder Sie können sagen, ja nee, ich bestimme einfach direkt einen P-Wert und vergleiche diesen P-Wert dann mit einem von mir gewählten Signifikanzniveau, zum Beispiel den üblichen 5%. Sie könnten also fragen, hat ein F-Wert von 84,5 mit einem und 12 Freiheitsgraden einen P-Wert kleiner oder größer als 5%? Und Sie können so zu einer Entscheidung kommen, ob Sie die Nullhypothese verwerfen wollen oder nicht. Eine Sache fehlt uns noch, dann haben wir es geschafft für dieses Video. So würde ich sagen, ins Video mache ich nur noch das hinein, nämlich die Frage, gehe nochmal zurück hier schön, die Frage, was ist das wert? Das war ja sozusagen die Frage, die wir immer gestellt haben. Wir haben jetzt gesagt, das ist durch unterschiedliche, die Bewertung, die Berechnung dieses F-Werts, für den Signifikanztest, für die Verteilung unter einer Nullhypothese, ziehen wir natürlich spielt sozusagen wie immer eine Rolle, wie stark ist der Effekt. Und das drückt sich natürlich eigentlich hier schon in den Sum of Squares aus. Wie groß ist anteilig die Sum of Squares des Faktors A im Verhältnis zur Gesamtvariation? Ja. Also gleiche Logik wie R², gleiche Logik auch wie Eta Squared für die ANOVA. Und das ja irgendwie eben verkuddelmuddelt mit Freiheitsgraden, die man hatte bei dieser Berechnung, ergibt ja dann die F-Werte und die Signifikanzbeurteilung. Auf der Ebene der Effektstärken ist es allerdings so, dass man auch hier jetzt eben allein schon die Effektstärke berichten kann und eigentlich ja mit dem bloßen Auge jetzt hier auch sagen würde, naja, 164 war die Gesamtvariation. 152 davon geht auf mein faktorielles Design zurück, sodass ich jetzt erstmal auf der Omnibus-Ebene sagen muss, ich habe irgendwie, da ist was los. Ich erkläre durch diese Luftfeuchtigkeitsvariation und Temperaturvariation gemeinsam fast schon die gesamte Variation im Problem lösen. Was wir aber neu jetzt fragen können in der mehrfaktoriellen Varianzanalyse ist natürlich, wie stark sind relativ die Anteile, die die unterschiedlichen Einflussgrößen hier, also sprich die beiden Haupteffekte und auch die Interaktion erklären können. Ja? Und was wir dafür brauchen, ist also eine ganz leichte Abwandlung des Eta Squares, um fair zu sagen, wie viel klärt Faktor A auf. Wobei, ob jetzt das, was ich euch gleich vorschlage, das Partial Eta Squared, das partielle Eta Squared wirklich fairer ist, sei dahingestellt, aber wenn ich jetzt versetzen wir uns mal in die Lage der nächsten Forscherin, die das Thema Luftfeuchtigkeit studieren möchte. Die schaut in die Literatur
und guckt, was haben andere denn so über den Einfluss von Luftfeuchtigkeit rausgefunden. Und dann findet sie eure Studie, diese Tabelle, und dann wird sie sich vielleicht dafür am meisten interessieren, was in dieser Zeile steht. Sprich, Faktor Luftfeuchtigkeit A wird sie am meisten interessieren. Sie will aber auch nicht Temperatur machen, sie will irgendwie eben, Höhe vielleicht machen, oder sie will irgendwie die anderen Faktoren in ihren Designs berücksichtigen. Sie interessiert sich einfach, wie viel kann Luftfeuchtigkeit erklären. Und sie wird deshalb an einem Maß interessiert sein, was man partielles Eta Squared nennt. Das partielle Eta Squared wird sagen, wie groß ist der Einfluss von Luftfeuchtigkeit im Verhältnis zu Luftfeuchtigkeit und dem, was im Modell nicht erklärt werden konnte. Bei der einfaktoriellen Varianzanalyse und beim Eta Squared, gehen wir mal hier hin, hier sehen wir das nochmal. Bei der einfaktoriellen Varianzanalyse hatten wir gesagt, wie viel kann dein Treatment erklären, was die SS-Treatment, geteilt durch die Gesamtvariation. Das war ja auch wie R-Quadrat, ja? Das ist auch quasi gleich dem R-Quadrat, ja? Gesamte Variation, und wie viel davon kann mein Regressor, mein Treatment, mein Faktor erklären. Was das partielle Eta Squared jetzt macht, ist, es sagt, einer deiner Effekte interessiert dich, zum Beispiel jetzt gerade der Haupteffekt für A, in dem Fall hier ist es mal für Faktor B, also gut, nehme ich das, was auf dem Slide ist, für Faktor B, also für die Temperatur, dann frage ich, nimm die Sum of Squares des Faktors B, gehen wir mal schon zurück, das war die 52, und teile die nicht durch alles, was im Modell ist, sondern nur das, was sozusagen auch mit diesem Faktor zu tun hat, oder sozusagen, also du, das ist einfach eine Entscheidung fürs partielle Eta Squared, ist an einer anderen Quadratsumme quasi zu normieren, nämlich an einer Art pseudo-totalen Quadratsumme, die nur auf den Faktor B und den Fehler zurückzuführen ist. Also quasi 52 geteilt durch 52 plus 12, also geteilt durch 64. Ja? Und der ganze andere Rest, die ganzen anderen 100, die auf den Faktor A und die Interaktion zurückzuführen sind, die berücksichtigen wir kurz nicht, wenn wir das partielle Eta Squared anschauen. Ja? Partielles Eta Squared also ist im mehrfaktoriellen Design, ist es ja so, also ist das ganz schön dran. In einem einfaktoriellen Design ist es das Gleiche. Weil in einem einfaktoriellen Design ist die SS des Faktors auch schon die SS-Treatment, und die zusammen mit dem SS-Error ergibt auch schon die gesamte, die SS-Total. Aber im mehrfaktoriellen Design jetzt nicht. Wir betrachten sozusagen, ich male hier doch einmal einen Kuchen hin und sage, wir hatten ja irgendwie ein großes Kuchenstück, das war der Faktor A, dann hatten wir noch ein Kuchenstück B, dann hatten wir A mal B, und dann hatten wir noch Error. Okay? Und jetzt könnt ihr euch daran das nochmal ganz schön angucken, dass ihr sagt, das partielle Eta Squared, also Eta Squared P, ist also zum Beispiel für den Faktor A, für den Faktor B, wie groß ist dieses Stück im Verhältnis zu der Summe dieser beiden Stücke. Ja, und dann würde man sehen, oh, ziemlich groß, ja, weil ja eigentlich, also B im Verhältnis zu B plus Error, ist eigentlich schon so, B ist schon ziemlich viel von dem Ganzen. Ja, dann müsste also auch ein großes partielles Eta Squared hier herauskommen. Ja. Die Gefahr bei dem partiellen Eta Squared, oder, nee, nicht Gefahr, aber man muss es wissen und auch mal vielleicht einmal durchspielen, die summieren sich jetzt nicht zu 1. Ja, das ist also nicht wirklich im Sinne einer Varianzzerlegung, macht es nicht so richtig Sinn, denn quasi unten im Nenner habe ich ja quasi jedes Mal einen leicht anderen Term, und diesen Error-Term, den verwende ich auch quasi mehrmals, einmal für das partielle Eta Squared vom Faktor A, dann kann ich noch ein partielles Eta Squared vom Faktor B ausrechnen, und ich kann auch noch ein partielles Eta Squared von der Interaktion ausrechnen, und so wird sich ergeben, dass diese drei partiellen Eta Squared summiert sich nicht zu 1 summieren. Aber ich hoffe, das haben wir hier auch nochmal drin. Also erstmal sehen wir, das partielle Eta Squared für unseren Faktor A ist sehr groß, 84,5 geteilt durch 84,5 plus die Fehlervarianz, 12. Ziemlich groß, und für den Faktor B auch ziemlich groß.
wenn auch nicht ganz so groß, aber auch ziemlich deutlich und für die Interaktion etwas kleiner. Es sind allerdings alles drei, muss man sagen, wenn man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, alles drei riesengroße Effekte. Aber es ist natürlich jetzt hier auch ein Lehrbuchbeispiel mit sehr wenig Fehlervarianz, die da übrig blieb. Genau, vielleicht das noch als so ein kleiner Lernslide oder Wissensslide, den ihr ja auch zu Recht manchmal einfordert. Und in diesem Fall bietet es sich mal an zu sagen, wenn ich den Effekt zum Beispiel von einem Faktor, zum Beispiel von Luftfeuchtigkeit, über Studien hinweg vergleichen möchte, wo unterschiedliche Studiendesigns, unterschiedliche Ns etc. zum Einsatz kamen, dann bietet sich das partielle Eta Squared an, weil es sozusagen ja ignoriert, was sonst noch im Modell los war und wirklich nur fragt, in diesem Modell, wie viel konnte in diesem Modell Partial Eta Squared aufklären und wie viel quasi nicht, ja? Entschuldigung, wie viel konnte zum Beispiel Temperatur aufklären? Das kann ich dann benutzen, wenn ich alle Temperaturstudien mir so mal angucken möchte. Oder auch für zukünftige Temperaturstudien was berichten möchte. Wenn ich aber sagen möchte, innerhalb eines Modells war jetzt sozusagen die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit wichtiger, dann wäre es wahrscheinlich sinniger, das normale klassische Eta Squared aus der letzten Vorlesung zu benutzen, wo ich quasi immer den gleichen Nenner habe, wo ich wirklich sagen kann, wie groß ist das Kuchenstück A im Verhältnis zum Gesamtkuchen, wie groß ist das Kuchenstück B im Verhältnis zum Gesamtkuchen. Dann ist es ein fairer Vergleich. Dafür ist das Eta Squared normal, Eta Squared einfach besser geeignet. Letzter Slide, damit höre ich auf für heute. Wie bereite ich solche mehrfaktoriellen ANOVA-Ergebnisse grafisch auf? Im Prinzip hätte ich das jetzt auch an den Anfang der Vorlesung stellen können. Ich wollte nur nicht ganz vorwegnehmen, was rauskommt. Aber jetzt zum Schluss könnt ihr vielleicht nochmal eure vielleicht so ein bisschen entwickelte Intuition, wie groß jetzt die Effekte auch sind, diese beiden Faktoren ein bisschen abgleichen mit dem, wie es sich grafisch dann wirklich darstellt. Diese Darstellung hier mal rechts zunächst angeschaut, ist im Prinzip die, die ihr vor dem inneren Auge auch schon gesehen haben könntet, als wir diese Tabelle angeschaut haben mit den Mittelwerten, also die Mittelwertstabelle. Die war ja quasi nichts anderes ohne diese Fehlerbalken hier, aber diese Punkte sozusagen sind ziemlich genau, ganz genau die Mittelwerte. So, und worum es mir hier geht bei dem Slide, ist die Frage, welche dieser beiden Graphen Sie als intuitiver empfinden. Ja, die beiden Graphen zeigen die identische Information und es ist völlig uns überlassen, wie wir die jetzt einem mehrfaktoriellen Design, wie wir das sozusagen auflösen. In jedem der beiden Graphen haben wir 6 Punkte. Das sind die 6 Zellenmittelwerte, die gezeigt sind. Aber einmal eben ist es aufgelöst hier auf der x-Achse nach der Temperatur, nach diesem dreistufigen Faktor. Und dann sind es eben nur 2 Linien. Und einmal sind es hier eben die Luftfeuchtigkeit, die 2 Stufen der Luftfeuchtigkeit und dann mit jeweils 3 Linien für die verschiedenen Temperaturen. Und wo Sie jetzt die Interaktion besser sehen können, die ja drinsteckt und über deren Signifikanz haben wir noch nicht beurteilt, das war ja nicht so groß, aber die Frage, ob diese Interaktion signifikant ist, wäre quasi noch zu beantworten, aber hier kann man erstmal sich grafisch fragen, ob man beeindruckt ist von dem Interaktionsmuster, also sprich von der Nichtparallelität der Linien. Und es wird eben darauf hinauslaufen, dass der Graph allein die Frage auch nicht beantworten kann, weil der Graph sozusagen nicht uns zwar irgendwie die Streuung, den Standardfehler hier wahrscheinlich anzeigt, aber durch das kleine n in jeder Zelle ist schwer zu sagen, ist, ob man da jetzt deshalb die Nullhypothese verwerfen sollte. Das kann besser der F-Test beantworten, den wir aber noch nicht zu Ende ausgeführt haben. Bitte für Sie auch hier, es gibt kein falsch oder richtig, beide Graphen sind völlig okay, aber je nach Fragestellung und je nach intendierter Message auch an die Leserin, also was sie sozusagen vielleicht auch sehen soll, worum es euch geht, ist die eine oder die andere Darstellung vielleicht zu präferieren. Genau, diesen Punkt mit der Mehrfachinteraktion, die so nur auf eine Zelle zurückzuführen ist, werde ich jetzt im Interesse der Zeit nicht mehr ausführen. Ich belasse diese 2 Slides aber im PDF. Und bedanke mich bei Ihnen für die Mitarbeit und hoffe, die Grundidee der Quadratsummenzerlegung bei mehrfaktoriellen Designs ein bisschen rübergebracht zu haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.